Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie ich hier rüberkomme, wieder zurückkomme. Aber ich speichere hier mal. Und würde noch... Warte mal, wir haben doch bestimmt einen Zauber oder sowas, das vielleicht irgendwie helfen könnte. Zu teleportieren oder so, mittelrum. Zum Großbauen, zum... Bestimmt großer Feuerball, Angst, Feuerpfeil, Untote vernichten, schwere Wunden heilen. Feuerregen haben wir zweimal. Okay. Eiswelle, Feuerball, leichte Wunden heilen, Blitzschlag, Golem erwecken, Goblin-Skelett, Schlaf, großer Feuersturm. Können wir uns ein Feuerball, Schattenläufer? Windhose. 10 Sekunden würde das dauern. Wird es vielleicht mal mit einem Schattenläufer versuchen, dass wir uns vielleicht mal in einen verwandeln? Yo! Okay, nice. Als Schattenläufer kamen wir jetzt wieder zurück. Ich find's komisch, wie wir als Schattenläufer laufen. Ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung. Aber ich fand das krass, wie der am Laufen ist, wie der springen konnte. Aber wir suchen immer noch ein Grab. Und ich fand's jetzt nice, dass wir das so mal ausprobiert haben. So, wo müssen wir eigentlich dann hin? Irgendwo hier im Tal ist ein Grab. Ich hätte da eine Idee, wo ein Troll mal war. Da war ja auch so ein Raum, mit einem Grabstein sogar, wo wir den Bogen und die Armbrust hierher hatten. Das wäre eine Idee, dass vielleicht da auch was wäre. Ansonsten muss ich schauen. Da haben wir wieder ein Kraut. Knepperkraut. Feuernessel. Da haben wir Heilpflanzen. Perfekt. Heilpflanzen, Heilkräuter. Hier nochmal Blauflieder. Ey, spawnen die ganzen Pflanzen hier immer wieder nach? Oder wie sieht's aus? Ich glaube, das eine Dings war aber da hinten, oder? Ich glaube, das eine war hier hinten. Wo der Troll war. Da ist auch nochmal eine Heilpflanze. Zwei Heilpflanzen. Okay, umso besser. Wir müssen jetzt aber da hoch. Beziehungsweise nicht hier hoch, sondern ihm vorbei. So. Wo muss ich lang? Hier lang? Ich glaube, hier lang. Ich glaube, hier lang war schon richtig. Ich glaube, hier lang war wirklich schon richtig. Ja, hier war richtig. Hatten wir das hier schon? Nein, das hatten wir noch gar nicht. Oh. Steintafel der Stärke. Ja, mit Steintafel der Stärke würde ich sagen, warten wir erstmal ein bisschen. Bevor wir den nutzen. So.
Aber das hier ist jetzt das, was ich, Gloria Toki, erscheine mir, Quahora, alter Führer der kriegerischen Kaste. Alter, war das laut. Speicher mal, bevor ich den da... Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adonis. Jemand ist in den Tempel Adonis eingedrungen. Was befindet sich im Tempel Adonis? Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adonis Zorn ist über Jakendar gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adonis. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adonis. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. Jemand ist in den Tempel Adonis eingedrungen. Jemand ist in den Tempel Adonis eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Was befindet sich im Tempel Adonis? Was befindet sich im Tempel Adonis? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Stell deine Fragen. Okay. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Der ich angehört? Der Heiler, der Kriegerkaste, die Priester, die Totenwächter, die Gelehrten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Warte mal. Die Macht der Totenwächter, Quahodrons Fragen. Warte mal. Kann ich nochmal? Stell deine Fragen. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Kriegerkaste. Das glaube ich dir nicht. Ich denke, du kommst erst wieder, wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Die Heiler? Die Heiler. Das glaube ich dir nicht. Okay, nochmal. Stell deine Fragen. Welche... So, Priester? Die Priester. Das glaub ich dir... Stell deine... Welche... Totenwächter? Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Gelehrten? Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Priester, würde ich sagen. Die Priester. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Warte mal.
Quarodrons Fragen. Wer schützt einst das Volk von Jakan davor, Kani angegriffen? Wer kann Quarodron einen direkten Befehl erteilen? Wer ist schuld an dem Übel, das über das Volk von Jakan da gekommen ist? Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakan? Die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst die Kriegerkaste? Die Kriegerkaste. Wer kann mir... Dann waren das hier die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer ist schuld an... Da waren es die Priester. Die Priester. Wer hat das letzte... Die Totenwächter, würde ich sagen. Die Totenwächter. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Hä? Ich werde dir nicht helfen. Kann ich das irgendwoher erfahren? Von den Dingern vielleicht? Die dritte Falle wurde von Quarodrons erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Die rote Steintafel. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf das das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Sind die jetzt weg? Ne, die sind jetzt ganz oben hier. Wo erfahre ich jetzt mehr dazu? Muss ich vielleicht damit zu Saturas? Ich gehe mal vielleicht zu Saturas und frag den mal, ob der die Antworten für mich hat. Ich wüsste das gerne. Ich hätte gern die Antworten für seine Fragen, also... Warte mal, habe ich hier vielleicht... Ne, hier nicht. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes raufgeschworen. Nachdem ist der Nachfolger verhaut und wurde gebannt. Und seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung. Wir waren machtlos dagegen. Adonis Zorn hat Jakan da getroffen. Ich würde gern wissen, wohin. Wo ich hin muss, um mehr über die Fragen herauszufinden. Wer mir da helfen kann. So. Ich quatsch nochmal mit den Jungs und Mädels hier. Wohl eher mehr Jungs statt Mädels. Und frag die mal. Ansonsten müsste ich wohl alle einmal ausprobiert haben, ne? So, mehr Darion. Hey, du. Nope. Vielleicht Nefarius oder so? Irgendjemand wird mir dazu mehr sagen können. Oder Mix hier. Ich habe mit Quarodron gesprochen. Ich habe mit Quarodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Hm? Toll. Nefarius? Hey, du. Der kann mir auch nichts Neues sagen. Vielleicht Kronos?
Lass uns handeln. Was hat er so im Inventar? Heiltränke. Und hier Stab der Wassermagier. Schön. Aber die nehme ich mit, die nehme ich mit, die und die. So, sonst hat er hier nichts von Wert für mich. Aber ich kann ihm hier Pech verkaufen. So, und Lockerklauen, Stacheln, Flügel, silberne Schale, Schwefel, Säge, Zange, eine goldene Schale. Aquamarin, den Blue Cake behalten wir, den brauchen wir noch. So, Minecraft Panzerplatten, Schafsfell. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Okay. Warte mal. Was ist in diesem Fisch versteckt? Drei Gegenstände erhalten. Dietriche. Wow. So, hat Satoras noch was zu sagen? Adanos möge dich schützen. Der hat nichts zu sagen. Hey, du. Wegen der Herrenhäuser? Wegen der Herrenhäuser. Ja. Das Herrenhaus der Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Ja, ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Okay. Bringt mir also doch noch nichts, oder wie? Gab's da oben noch was? Da oben war ich ja eigentlich schon mal, aber gab's da irgendwie was? Ich hab's vergessen. Irgendwas Relevantes, irgendwas Wichtiges, irgendwas? Ja, eine Heilpflanze. Okay, ich habe keinen Schimmer, was ich aber machen muss. Also, wie ich das Rätsel lösen muss. Oder wo ich nachschlagen muss, um das zu lösen. So, bis zum nächsten Morgen. Ich würde dann aber auch nochmal zum Tal gehen wollen. Nochmal mit ihm quatschen und das irgendwie nicht zum Canyon, hier zum Tal. Also da muss auf jeden Fall irgendwie eine Lösung geben. Warte mal. Okay, ich komme so nicht hoch. Ich glaube, ich muss das irgendwie rätseln, ne? Ich muss selber irgendwie auf die Lösung kommen. Ich weiß aber auch nicht, wo die Macht der Totenwächter.
Sagen wir für den Quadron, erwecke und ihn um Rat bitte. Der Quadron will mir erst helfen, wenn ich Zeugnis über mich selbst ablege. Er hat mir einige schwierige Fragen gestellt, die muss ich ihm erst noch beantworten, bevor er mir hilft. So, stell mir deine Fragen. Welche Kaste von Jakender ist es, der du angehörst? Was, wenn ich die Gelehrten sage? Die Gelehrten. Das glaube ich. Ich okay, also die erste... Stell deine Fragen. ...ist Totenwächter. Die erste ist Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Hier macht Kriegerkaste einfach Sinn. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Vielleicht hier die Priester? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Die Gelehrten? Die Gelehrten. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Totenwächter? Die Totenwächter. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so falsch wie deine... Ich werde... Nochmal. Stell deine Fragen. Welch? Hier, Totenwächter? Dann nehmen wir mal Heiler. Kriegerkaste. Priester. Totenwächter. Dann die Gelehrten. Die Gelehrten. Und das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Hättet ihr was dagegen, wenn ich mir die Antworten google zur nächsten Folge? Stell deine Fragen. Welche? Ich versuche das erstmal so. Hier erstmal die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Sagen wir mal die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Sagen wir mal... Die Totenwächter? Die Totenwächter. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Priester? Die Priester. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Sagen wir mal hier... Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind... Ich werde dir... Wo finde ich... Was? Schädelpicker? Wo finde ich die Antworten raus? Hab ich irgendwas? Eine rote Steintafel, grüne Steintafel. Die Kriegerkasse hat einen Zorn heraufbeschworen. Okay, warte mal. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Sagen wir mal, hier waren es die Priester. Die Priester. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Sagen wir mal, hier waren es... Die
Die Totenwächter? Die Totenwächter. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Das war die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Gelehrten? Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Da waren's die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so... Ich werde dir... Kann ich da... Kann... So, warte mal. Rote Steintafel. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf das das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Die dritte Falle wurde von Caradhron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Wie erfahre ich das? Wie... Na jetzt ernsthaft, wo erfahre ich, welche Antworten ich ihm geben muss? Gibt's hier oben irgendwie vielleicht noch was? Muss ich alle Steintafeln nochmal zurückholen von Saturas und die lesen? Die ganzen bunten Dinger. Ich glaube, hier oben gibt es gar nichts. Ich bin echt überfordert gerade, wie ich auf die Antwort kommen soll. Vielleicht rede ich einmal im Piratenlager nochmal mit den Jungs und Mädels. Und nochmal im Banditenlager. Ich glaube, mehr Lager haben wir hier auch nicht. Vielleicht irgendjemand... Irgendjemand muss ja doch eine Antwort wissen hier, oder? Irgendjemand muss da doch was wissen. Denn von selber komme ich jetzt gar nicht drauf. So. Da hinten haben wir wieder diesen Turm. Ich finde die Türme aber hier krass. Die sehen von Weitem aus wie so richtige Burgen. Da wären wir auch schon mal gleich. Das heißt, dann müssen wir erstmal auch noch Greg vielleicht nochmal auf den Laufenden halten, wie das jetzt mit Raven aussieht. Weil der ist ja auch schon in die Kammern da weitergekommen. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Auch nicht mehr allzu viel. Wir müssten noch ein paar Gegners kaputt hauen. Eigentlich gibt es da hinten noch ein paar Warane, Feuerwarane. Die würde ich gerne machen. Meinst du, mir geht es besser? Erzähl mir nicht, ich kenne was.
Ich hätte das anders gemacht. So. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was interessieren? Was weißt du über Raiden? Wo ist dein Schiff? Wie bist du hier gekommen? Nichts Neues. Hier gibt's einfach nichts Neues. Und hat Samuel vielleicht noch wieder einen neuen Schnaps jetzt fertig für uns? Würde ich auch gerne erstmal schauen und nachfragen. Hey. Was gibt's Neues im Lager? Was gibt's Neues im Lager? Francis hat sein Fett weg. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das freut. Du bist in Ordnung. Komm, wir trinken ein. Der geht auf mich. Und Greg ist endlich zurück. Er hat zwar das Schiff verloren, aber zumindest bringt er wieder Ordnung ins Lager. Okay, sonst noch was Neues? Was gibt's Neues im Lager? Francis hat du bist und Greg. Okay, Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Loose Hammer, ah. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug, hau weg den Kram. Okay, nice. Dann haben wir jetzt Hammer-Schnaps. Für Snuff braucht Schnaps für seine Soße. Er hat mir das Rezept für einen Hammer-Schnaps gegeben, den ich am Labor zu spranke. Okay, dann könnten wir jetzt eigentlich zu Snuff die Quest auch nochmal abgeben. Und ich würde nochmal schauen, ob wir schon auch vielleicht doch in der Lage sind, gegen die Warane da anzukommen. Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.